Ihr befindet euch in einer kamalen Globule der Hesinde, eine Bibliothek gigantischen Ausmaßes mit dem Wissen der Welt. Über euch funkelt der Sternenhimmel und lädt zum Verweilen ein. So steht ihr mit eurer kleinen Gruppe zwischen den Regalen und unterhaltet euch gedämpft, um die Studierende Yasina Melinaa nicht zu stören. Ihr habt die Hochgeweihte nun also gefunden, viel schneller als gedacht. Und doch müsst ihr es immer noch mit ihr gemeinsam vorbei an der Belagerung schaffen und dann vor den Fürst Komtur und Heptarchen treten. Helme Hafax. Das eigentliche Abenteuer beginnt nun also erst. Irgendwann am 19. Ingrim und so beginnen wir. Ja, ihr könnt sehen, wie Igna gerade an den Bücherregalen rumfummelt. Ist ziemlich gelangweilt und zieht da so verschiedene Bücher raus, guckt da kurz rein, stellt sie wieder zurück und euch an. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich pass auf, merkt. Ich sehe immer noch nicht, wie uns alle dieser Pläne sicher an der Belagerung vorbeibringt. Naja, wie gesagt, wenn wir unter dem Wasser durchgehen, dann sehen sie uns nicht. Das klingt tatsächlich sehr verlockend, aber verzeiht mir, wenn ich eurer speziellen Art von Magie jetzt nicht so viel Vertrauen vorschieße. Warum vertraut ihr diesem Wasser hier auf diesem Schiff? Habt ihr euch davor gefürchtet? Ja, weil ich es... ich kann eine Blase schaffen, das habe ich doch schon versucht zu verdeutlichen. Das Wasser fließt um diese Blase herum und in dieser Blase können wir atmen. Zumal sich vor der blutigen See zu fürchten wohl sehr viel angemessener ist als von dem Baron Nula. Außerdem, ja, das auch. Genau. Aber müssten wir nicht in der blutigen See ins Wasser laufen? Und, nein, es gibt also, einen Einfluss im Hafen. Ja, gut, aber das, da fließt ja die Blut, da fliegt ja der. Wie heißt dieser Fluss? Abuda? Der fließt doch da in die blutige See. Ja, ich hoffe allerdings, der Hafen war ja relativ weit inland. Dahin. Wie nannte der Alchemist also diese Runde? Ein Verdünnungseffekt? Richtig. Es kommt ja immer wieder neues Wasser nachgeflossen. Und dann ist das wohl irgendwie nicht so schlecht, sagte man uns damals. Na gut, dann laufen wir da jetzt hin. Wollen wir hoffen, dass seine wilde Magie funktioniert. Na, natürlich funktioniert meine Magie besser als eure. Nun, na, das wage ich zu bezweifeln. Aber erzähl sicher. Doch mal über diese Blase, wie lange hält sie überhaupt? Ich dachte eine Stunde. Ah, wir brauchen doch keine Stunde, das kostet mich sehr viel Kraft und laufen einfach hinter dem Verteidigungsring wieder hoch und laufen das Ganze in vielleicht im Drittel einer Stunde. Ja, aber das ist ja genau diese Frage, wo genau verläuft dieser Verteidigungsring? Das werden wir wohl bei den örtlichen Streitkräften in Erfahrung bringen. Ich weiß nicht, die Standwache wird uns nicht helfen wollen. Wir müssen wohl dieser Palastvisierin sprechen. Oder einer ihrer Ergebenen. Oder mit einer örtlichen Rondra-Geweihten. Die wird das vermutlich wissen, auch wissen. Allerdings fürchte ich, dass wir keinen mehr finden werden. Wir werden wohl draußen in der Schlacht sein. Naja, die Schlacht findet doch direkt vor den Mauern statt. Wenn wir in ihren Tempel gehen, da werden bestimmt einige Schwestern und Brüder im Moment ruhen. Aber wir können auch zur... Wie heißt die Dame? Sultana? Die Stadt wird wohl von dieser Palastvisierin regiert, hat uns Captain Rafim gesagt. Achso. Die Sultana herrscht auch über... Ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Ich glaube, eine Sultana ist ein Äquivalent zu einem Grafen, nicht wahr? Ein Sultanalbe, wie der Name schon sagt. Okay, nur eine Frage, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Wir lassen die alte Frau aber erstmal hier, richtig? So würde ich es verlieren. Okay, cool. Gut. Erst einmal müssen wir uns einen Plan machen. Ich denke, ja, wir tun jetzt Folgendes. Wir gehen zum Rondra-Tempel. Hoffen, dass wir uns dort ein Bild über den Stand im Lagerung machen. Dann gehen wir zum Hafen. Oder vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen Teich oder irgendwo, wo wir nicht so beobachtet sind. Und ihr führt unter eure Untersuchungen durch, wie gut diese Wasserblase denn wohl hält. Die hält verdacht. Haben wir mehr Einblicke, mit denen wir hier sind, damit wir uns einen Plan erstellen können. Ihr habt einen wichtigen Punkt vergessen. Wir können nichts unternehmen ohne die Sultana.
Wir sollten sie zuerst, nun ja, kontaktieren und sich zumindest mit ihr abstimmen. Wieso? Was wollt ihr denn von ihr? Wir handeln hier auf eigene Faust. Das ist ja korrekt. Wie wir es müssen und je weniger Leute von unseren genauen Vorhaben wissen, habe mir, desto besser. Ja, ist aber versteht ihr nicht? Wir handeln in Aranien und wir verhandeln mit Paktierern, mit Heptarchen. Denkt ihr wirklich, die Sultana lässt dies ungeachtet ihrer Person geschehen? Glaubt ihr denn, dass die Wir fragen die Sultana einfach nicht, wir gehen dahin, Abelmir, was soll die denn dagegen tun? Glaubst du, die hat keine anderen Probleme? Sie wurde uns verhaften lassen und wahrscheinlich ins Gefängnis Wann schmeißen. Denn, Abelmir? Glaubst du, die hat irgendwelche Leute, die neben Hafak stehen und sagen würden, oh, ist das denn mit Erlaubnis der Sultana geschehen? Meint ihr wirklich, sie beobachten uns nicht schon eine ganze Weile? Also wenn die uns Sorgen um Beobachtung machen, dann sollten wir uns vielleicht erstmal eine Möglichkeit überlegen, wie wir in den Fluss kommen, ohne dass die ganzen Gutongis uns sehen, damit die uns nicht aus dem Fluss schießen. Und ich dachte mir, die Spione der Sultana. Ja, aber die Spione der Sultana wollen uns vermutlich nicht aus dem Fluss mit Dämonen zerreißen. Vielleicht sollten wir uns um das eine Problem erst kümmern und uns dann um die Sultana kümmern. Wir wollen trotzdem mit dem Heptarchen verhandeln, ohne die Sultana zu konsultieren. Ja, was für gute Idee. Aber was wollt ihr euch denn erhoffen, was die Sultana uns sagt? Glaubt ihr, die ist damit einverstanden, was wir tun? Das weiß ich nicht. Wir sollten die zumindest kontaktieren. Und jetzt, Abelmir, jetzt, theoretisch, ja. sagt sie erlaubt uns das nicht. Was machen wir dann? Ich kann kaum glauben, dass ich hier Rafims Seite annehmen muss, Abelmir, aber er hat recht. Die Sultana zu informieren könnte im besten Falle dazu führen, dass unsere Arbeit schwieriger wird. Im schlimmsten Falle könnte es sie dazu animieren, unüberlegte Handlungen zu unternehmen. Und was ist, wenn sie uns Fragen stellt, nachdem wir nach Zogan zurückkehren? Was wollen wir dann sagen? Auch ganz einfach, wir schreiben einen Brief, sobald wir weg sind. Aber zugestellt, dann weiß sie Bescheid und wir sind fein raus. Na? Abelmir, wenn wir nach Zorgan zurückgekommen sind, haben wir entweder Hafax besiegt oder ihn von hier weggelockt. Ich glaube, wir werden hier mit Blumen empfangen, selbst wenn du noch heute auf die Sultana spucken würdest. Ich glaube, wir müssen zurückkehren, um die Hesinde geweiht zu holen, nicht wahr? Ich dachte, wir übergeben diese Hesinde. Abelmir, ihr wollt sie doch hier lassen, denke ich, oder? Hier lassen, um die Wägbarkeit des Plans zu erörtern. Nicht auf dem Weg nach Barbrück. Die können wohl kaum aus Barbrück noch einmal zurück und wieder hin. Ich sage es, ein Fehler. Zumal Hafax sich solcher Spielereien sicherlich nicht bieten lassen wird. Ihr wollt die Dame mitnehmen? Wir müssen wohl. Aber dann... Das halte ich für eine dumme Idee. Ne, ich bin auf Jalans Seite. Das macht aber dann ist doch jede Art von Verhandlung vorbei. Richtig. Was hält ihn davon ab? Wir nehmen sie mit, nicht wir präsentieren sie ihm direkt auf dem Silbertablett. Seid einmal nicht albern. Wie sollen wir sie denn verstecken? Diese Frau ist in diesem Moment vor ihm absolut sicher. Hier wird er sie niemals kriegen. Ob er diese Stadt einnimmt, ob er Gareth überrennt, das ist egal. Sobald wir sie aus diesem Raum entfernen, können wir sie nicht schützen. Können wir nicht. Also wäre es doch dumm, sie hier zu entfernen, bevor wir uns geeinigt haben, wenn wir uns einigen können. Zur Not töten wir sie halt. Das ist ein ganz bescheuerter Vorschlag, weil wir sie einfach hier drin lassen. Hier kommt auch keiner an sie heran. Richtig, hier ist sie perfekt aufgehoben. Hier, wir brauchen sie nicht schützen. Sie ist ihr im Sinn des Gnaden, im Sinn des Schutz, wie auch immer, was das auch immer hier für ein Ort ist. Perfekt. Er kommt nicht an sie heran. Und selbst wenn er uns bedrohen würde, selbst wenn er aus uns herausfoltert, wo sie ist, hilft ihm das nicht. Er unterschätzt den Listenreichtum des Helmer Hafax. Dann sagt mir doch, warum es besser ist, die Dame, die er will, in seine Nähe zu bringen, anstatt sie an einem Ort zu lassen, den er nicht erreichen kann. Was stand denn in diesem Brief, den wir bekommen haben in Gareth? Dass wir die Alte ihm bringen sollen. Die Geweihte übergeben sollen. Die Geweihte übergeben sollen. Trefft mich in Barbrück mit der Geweihten. Richtig. Ja, richtig, aber wenn und wir ihn... Und er steht da auch nur, ich frage nur einmal, wenn Hafax das sagt, meint er das auch. Nee, ich denke auch, er wird uns töten. Er wird sich keine Spielereien bieten lassen, Rafim. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen. Was? Was ihr sagt, macht gar keinen Sinn. Wenn ihr doch sagt, ihr sagt gerade, dass wir mit ihr da auftauchen sollen. Gerade habt ihr noch gesagt, wir verstecken sie vorher. Wir können sie auf dem Weg doch verstecken.
Auf dem Weg, genau, ist sicher auch nicht so, als würde dieses Land gerade von 5000 Plünderern überrannt werden und von Dämonenanbetern. Ach ja, richtig, wird es gerade. Vielleicht sollten wir eine alte, gebrechliche Sindegeweihte nicht mitten auf dem Land aufsetzen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht sollten wir sie nicht mitnehmen. Was ist denn das für ein Plan? Wir gehen um ein einziges Stück, was wir haben, überhaupt an Verhandlungsmacht und gehen in sein Lager, mit wie viel Bluttemplern er auch immer dabei haben wird, und sagen ihm, jetzt wollen wir bitte verhandeln? Was? Wenn wir sie hier lassen, ist sie ebenfalls unserem Zugriff entzogen. Aber... Zurück nach wie? Zorga zu kommen, könnte sich als schwierig erweisen. Aber und wenn wir... Kommen wir dann mit der Blase wieder zurück, oder? Ja, noch viel schwieriger erweisen. Also... Darf ich mal eben? Wir gehen doch davon aus, dass Hafax dem Iona in den Rücken fällt, richtig? Gehen wir davon aus? Dann... Ganz einfach. Wir sagen ihm, wir verhandeln mit ihm und er kann doch auch erst dem Iona in den Rücken fallen und dann die Dame bekommen. Er zerschlägt die Belagerung und wir übergeben die Dame. Ob wir die Dame übergeben, das möchte ich hier gar nicht diskutieren. Aber was ist daran schlechter für uns? Das habe ich auch für einen besseren Plan. Erst wenn der letzte Soldat von Hafax Aranien verlassen hat, bekommt er diese Geweihte. Okay, dann nehmen wir diesen letzten Soldaten und dem geben wir dann die Frau. Genau. Ja, selbst wenn er sich nicht darauf einlässt, wenn er weiß, dass die Dame noch in Zorgan ist, hat er gar keine Wahl, als die Belagerung zu zerschlagen. Dann machen wir doch so. Lassen wir sie hier, soll er den Ring zersprengen und abhauen und dann kriegt er diese Dame, er hat dann bewiesen, dass wir ihm vertrauen können und er uns. Und dann kriegen wir zusätzlich dieses Horn, diesen Splitter. Nein. Das hat er uns ja auch noch gegeben. Das, was wir gerade, das würde ich eigentlich auch nicht unterstützen, aber das ist noch aber der beste Plan. Das kriegen wir doch zusätzlich. Idealerweise bringen wir Hafax natürlich dazu, die Mione in den Rücken zu fallen, ohne die Gewalt übergeben zu müssen. Richtig. Vielleicht wäre es auch möglich, einfach nur über ihr Wissen zu verhandeln. Wir müssten erstmal herausfinden, ob wir ihm dieses Wissen überhaupt geben dürfen. Also gut, dann brechen wir einfach auf. Ich meine, warten wir nochmal. Ich glaube, jetzt mit einem halben Tag macht es keinen Sinn, dass wir in der Nacht oder sowas aufbrechen. Ich meine, morgen kriegen wir auch noch Kleidung und Turban, sowas für die Wüste. Dann können wir heute den restlichen Tag noch irgendwas in der Stadt machen. Und dann brechen wir morgen früh auf mit der neuen Kleidung. Und wie bereits gesagt, wir müssen erst einmal die Wägbarkeit der Durchschreitung des Belagerungsrings erproben. Ja, da haben wir noch den halben Tag Zeit. Richtig. Ich denke, das wird am besten geeignet für Jalan. Gut, das heißt, jetzt gehen wir erstmal raus hier und lassen Yasina hier und dann melden wir uns wieder bei ihr, wenn wir soweit sind. Das halte ich für sinnvoll. Das ist richtig. Ich würde noch mal kurz mit der Dame sprechen wollen, aber ja. Und ich möchte noch mal darauf insistieren, dass die Nicht-Einbeziehung der Sultane ein schlechter Plan ist. Aber nun, ja, gut, aber wenn sie uns fragt, sagen wir, dass du das gesagt hast. Hätte sie ein Mitspracherecht in Reichsangelegenheiten haben wollen, hätte Aranien sich nicht lossagen dürfen. Ich hoffe, wenn ihr ihr irgendwann einmal gegenübersteht, dass ihr einen, nun ja, sagen wir, diplomatischen Ton findet. Ich bin vom Mondstrahl. Ich weiß, was ich tue. Echt? Nun ja. Jetzt hört auf, Jalan zu ärgern, das hilft uns nicht. Ich trete Voltax beim Rausgehen noch auf den Fuß. Ich möchte noch einmal zu der Dame treten. Entschuldigung. Ich hätte eine Bitte an euch. Was kann ich für dich tun? Und zwar würde ich euch bitten, diesen Raum hier nicht zu verlassen, bis wir zu euch zurückkehren. Keinesfalls diesen Raum zu verlassen. Ich habe nicht vor, nach draußen in die Stadt zu treten. Sie ist staubig, dreckig und ich müsste mich damit Menschen abgeben. Wunderbar, denn genau wo ihr jetzt seid, seid ihr sicher und das ist sehr wichtig für uns. Vielen Dank. Ja, dann würde ich auch gehen. Ja, kannst du nochmal einen unheilvollen Blick auf die Echse neben ihr werfen, die da versteinert steht? Und er dreht sich dann um und kannst dann wieder zurück zu den anderen zwischen die Regale treten. Die kleine Tür könnt ihr dort immer noch erkennen. Sie sieht da so ein bisschen falsch an der Stelle aus. Vielleicht geht es dahinter auch weiter. Also es sieht nicht so aus, als ob da irgendwie die Bibliothek aufhören würde. Die Tür ist einfach irgendwie mitten im Raum angebracht. Über euch immer noch der Sternenhimmel zu erkennen.
Ja, und so könnt ihr wieder nach draußen treten. Boah, ist das warm hier drin plötzlich. Man wusste gar, hat gar nicht gemerkt, dass das kühler ist in diesem Raum. Aber jetzt, wo man draußen steht... Wir sollten uns trotzdem jetzt schon mal überlegen, wie wir die Gitongis loswerden für unseren Plan, den wir bitte ab jetzt noch den Plan nennen, damit die Gitongis, die vielleicht uns jetzt gerade beobachten, nicht wissen, was wir vorhaben, weil wir sonst sterben. Ja, ihr könnt mit einem gezogenen Kopf dann wieder durch diese kleine Baracke, durch diesen Keller dann hindurchsteigen, über die Schlafsäcke, diese Unordnung in diesem Raum. Und dann wieder die Treppe nach oben treten, wo ihr immer noch erkennen könnt, wie der Knüppler hier steht. Zwei, drei andere Schurken, die neben ihm stehen, mit Gesichtstuch, dreckig, thulamitische Kleidung, wie sie euch da mustern und wohl die Gespräche abbrechen, wenn ihr gerade nach... Sollen wir wieder gehen? Ja. Bitte. Keine Sorge, die haben kein Geld, ich hab schon gefragt. Wer hat kein Geld? Ja. Aber mir Schnauze halten. Ja, die anderen Schurken drehen sich dann auch um und verschwinden in einem kleinen Gass, in einem kleinen Gässchen. Gemeinsam mit dem Knüppler, er führt euch dann wieder zurück zu dieser Garküche, wo ihr dann auch die Nutten, die Prostituierten erkennen könnt, die hier immer noch feixend stehen und gierig auf die Ratten blicken, die hier auf offenem Feuer geröstet werden. Ein widerlicher Gestank, Kot, der auf der Straße liegt, ein paar dreckige Hunde, die herumtollen, ein paar Ratten, ein paar Katzen. Und dann nach viel zu langer Zeit könnt ihr wieder auf die Hauptstraße treten. Eine paar Elefanten, die hier gerade an euch vorbeischreiten in ihrer Größe, gehen wohl wieder auf Patrouillengang von Norden nach Süden, auf ihn herauf immer noch ein paar Reiter mit Pfeil und Bogen, mit einigen Speeren und patrouillieren hier dann gerade Alt-Zorgern, zumindest die Hauptstraße entlang. Ihr könnt wohl erkennen, dass es immer noch warm ist, aber es gibt einige dunkle Wolken, die jetzt nur über der Stadt hängen. Und während ihr dann auf die Hauptstraße getreten seid, könnt ihr dann auch sehen, wie sich jetzt roter Regen von diesen Wolken löst und dann langsam plitschend, erst nieselnd herunterregnet. Es riecht nicht unbedingt nach Blut, sondern vielmehr nach Wein. Schwarzer Wein, der hier gerade vom Himmel herunterregnet. Ein auf alle Fälle unheiliges Zeichen. Die Belagerung macht sich wieder einmal bemerkbar und irgendwelche dämonischen Triebe, die hier wirken. Wir sollten nicht länger als nötig in diesem Regen stehen. Lasst uns gehen. Habt ihr recht. Diese Flecken. Bart verklebt. Wein geht nicht aus der Kleidung raus. Ach, ich wünschte, ich hätte einen Schirm. Wir bekommen ja morgen neue. Ist doch nicht so schlimm. Richtig, richtig. Wo wollen wir jetzt hingehen? Zur Festung, ja? Abel, mir könnt ihr denn diese Dinge besorgen, die wir brauchen, um die Gitongis loszuwerden? Ich denke ja, ich glaube, ja, das müsste möglich sein. Ich wollte mich etwas umschauen in der örtlichen Akademie. Ich habe dort noch etwas zu erledigen, könnte man sagen. Ich heiße übrigens wieder Stahlmann, nur dass ihr es wisst. Ich bin Stahlmann. Gewiss, Stahlmann. Und Abelmir, kein Wort zu niemandem über gar nichts. Verstanden? Natürlich. Gut. Bin von unserer Professionalität begeistert. Wo treffen wir uns wieder? Im roten Kamel, nicht wahr? Ja, finden uns nach unserem Abstecher in den Rondra-Tempel, das war mit dem Kamel. Isarun, wollt ihr mich begleiten? Nein, ich sollte mit zur Heeresleitung gehen. Man wird Jala nicht für voll nehmen. Da möchte ich wohl recht haben. Ja, nun gut, dann sagen wir in etwa 2 bis 3 Stunden Gläsern. Passt auf euch auf, Abelmir. Der Feind ist nah. Natürlich, ihr auch. Hier sind wir mit euch. Wir haben ja Isarun, das wird schon klappen. Ein Stück Hörers wäre nicht im Tempel geblieben. Er hätte bestimmt mehr, sagen wir, Gewicht, als wir irgendwo hin müssen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich denke, Frau Spogelsen wird ihre Wichtigkeit, wie heißt das hier im Mittelreich? Ich weiß auch nicht, diese seltsamen Sitten hier. Ich fühle mich wie eine, wie sagt man, Kinderfrau.
Überall muss ich euch hinbegleiten. Ich empfinde das Ganze als sehr unterhaltsam, muss ich ehrlich zugeben. Es ist doch eine ganz nette Abwechslung im Gegensatz zum restlichen Mittelreich. Ungnädigerweise sind wir hier nicht zur persönlichen Erheiterung. Naja, aber das schadet dem ganzen Unterfangen ja wenig, wenn ich mich hier persönlich erheitere, müsst ihr wissen. Da hat er nicht Unrecht. Meinetwegen. Dann, Fräulein von Spogelsen, führen Sie uns. Und Raffi macht eine ausladende Handgeste. Isarun rollt mit den Augen, macht sich dann aber auf den Weg zum Rondra-Tempel im Süden der Stadt. Mhm. Ja, die ersten paar Schritte wird euch Abelmir begleiten. Ihr könnt dann wieder durch das Tor treten, das Sorrigana Tor, vorbei an den Löwen, die hier als Wache dienen. Immer noch ein sehr befremdlicher Anblick, gerade auch für die Alanfaner, die diese Tiere so nicht kennen, sondern bei euch sind das dann eher die Tiger, die dann in den Arenen dienen als Schauspiel, und mit den Hunden, die man dann im Mittelreich kennt, haben diese Löwen auch gar nichts zu tun. Auch mit den streunenden Katzen überhaupt nicht. Sie sind sehr groß, erhaben eine dicke Mähne, die ihren Hals umspielt, und so liegen sie hier gerade im Schatten und warten darauf, dass sie irgendwelche Menschen fressen, die hier nicht hingehören. Jetzt auch gerade dann, wenn der blutige schwarze Wein herunterregnet, hat sich die Menschenmenge so ein bisschen von der Straße verzogen. Das macht das Vorankommen so ein bisschen einfacher. Und wenn ihr dann hier vorbeigetreten seid, dann wird euch Abelmir an dieser Stelle verlassen und in die Schule des seienden Scheins treten. Während ihr weiter in Richtung Süden geht. Sag mal, Isarun. Ihr habt doch mehr Zeit in Beilung zugebracht als ich. Ja, davon gehe ich aus. Hat es dort ab und an Wein geregnet? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein rein ironisches Phänomen ist. Ich nachher auf die Tropfen aufzulecken. Was? Habe ich ja gar nicht gemacht. Sie waren in meinem Bad und dann sind sie hier runter. Wird auch sowas. Ich trinke Bier, kein Wein. Lüftiger Mann. Deckt sich nochmal so ein bisschen über den Bart, über die Lippen, und du kannst sehen, dass seine Zunge sich so ein bisschen schwarz verfärbt hat. Nein, ganz widerlich. Schaut nicht so sehr nach oben. Das ist richtig, wir sollten gute Strecke machen. Mittags, wir brauchen einen Hut. Oder so einen Turban, das klingt auch ganz gut. Turban, willst du dir denn ausbringen? Ah, also ich habe schon einige Brillanzwerge gesehen. Zwar nicht hier, aber es gibt auch Brillanzwerge, die sowas gerne tragen, habe ich gehört. Ja, stimmt. Ich habe auch mal so einen gesehen. Würde mir so ein Turban stehen? Ich glaube nicht. Abelmir hatte doch dieses Buch eingepackt in der Bibliothek mit diesen Bärten und Zöpfen und sowas. Muss ich mir auch nochmal machen. Muss ich Abelmir nochmal fragen, wenn er dann von der Akademie wiederkommt. Ah. Das hat ja noch Zeit. Können wir später noch machen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die Wehranlagen hier so sind. Ja? Abelmir, der erste Eindruck, den ein Besucher der Akademie hat, wenn er von der verschwenderischen Größe dann eingenommen wurde, hier hat sich jemand nicht lumpen lassen und hat dann die einzige Magierakademie in den aranischen Landen hier gespendet oder gestiftet. Ein gigantischer Komplex, der hier vor den Zoren von Alt-Zorgan liegt. Spätislamitischer Stil, gerade du mit deiner Baukunst wirst das erkennen. Es ist ziemlich verspielt. Zahlreiche kleine Türmchen und Erker, einige Minarette, die dann hier die Wände zieren und dann außen liegen. Es gibt einen geräumigen Innenhof, wenn du dann durch das Effort-Tor trittst. Die ganze Akademie hat an sich 4 Eingänge, die dann in Richtung des Innenhofes zeigen. Du kannst dich da kurz mit den Akademiewachen dann kurz besprechen. Die werden auch wenig dann dagegen haben, dass du eintrittst, wenn sie dich dann gemustert haben. Und den zweiten Eindruck, den du dann bekommst, wenn du einschreitest, hier gibt es nichts wie eine Arroganz oder wie eine Erhabenheit, sondern einfach nur noch Lautstärke und Wildheit, die dann hier herüberschallt, und zwar aus dem Innenhof. Ein Atrium könnte man fast meinen, aber von hier aus schallen Rufe her. Hallende Proklamationen, schallendes Gelächter, Geschrei von diversen Tieren. Du siehst, wie ein paar Seidenäffchen sich an einigen Seilen entlanghangeln, wenn du dann die Gänge entlang trittst. Und du siehst auch, wie ein Kamel hier im Inneren sitzt, irgendwas kaut. Es riecht nach
Brocken, irgendwelchen Rauschkräutern, du hörst das Gewinsel von so ein paar Kabbasflöten und du siehst hier Myriaden von Zelten, die hier im Innenhof aufgebaut sind. Einige Artisten und Akrobaten, die hier gerade balancieren, einige Schlangen, die gerade in die Luft steigen. Es ist einfach nur der komplette Hohn, möchtest du meinen. Also wenn hier irgendjemand behauptet, das seien keine, ja, Artisten, also als Magier sollte man die tatsächlich nicht auszeichnen, sondern eher als Schausteller oder als Zauberkünstler, vielleicht auf einem Basar oder auf einem Jahrmarkt eher aufgehoben. Ich würde mich als nächstes mal die Palast, gerade hat mich begleitet, die Wache? Nö, die haben dich einfach reingelassen. Würde ich mir umschauen nach einer Wache oder einem Eleven oder etwas nach ähnlich nach Eleven zumindest aussieht. Ja, ein Eleve. Also du siehst da wohl, wie gerade ein Junge mit Pluderhose auf dich zukommt. Bunt. Also er könnte eher Zageweiter sein, hat an seiner Seite einen Jagdpadel und auf der anderen Seite einen Reithund mit einem Sattel. Wofür auch immer. Er kommt auf dich zu. Ah, hier sind wir zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Salam, ihr Liebe. Er öffnet seine Hand und hat plötzlich eine Blume in der Hand und überreicht sie dir. Sehr schön, danke. Nimmst du die Blume, oder? Ja, natürlich. Ja, spritzt Wasser raus. Ja, direkt ins Auge. Was soll das? Oh, entschuldigt bitte. Er greift hinter dein Ohr und zaubert eine Münze hervor. Ihr habt ihr verloren. Junger Mann. Nun höre er et einmal zu. Ich habe ein Anliegen an ihn. Ja. Und ich kann diesen Zirkus somit nicht gebrauchen. Aber wir sind doch kein Zirkus. Das ist eine Akademie. Die Schule des Seienden Scheins. Willkommen. Willkommen. Nun, junger Mann, führt mich doch bitte zum, wie nennt ihr es hier? Einen, du merkst, wie gerade einer dieser Reithunde an deinem Schuh herumkaut. Geh weg! Tritt nach dem Hund. Ja. Guck dich so ein bisschen empört an. Der Sattel wackelt so ein bisschen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bringt mich zu eurer Spektralität oder zumindest zur Vize-Spektralität. Zu Corena? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da hin dürft, aber okay. Nun, dann bringt mich zu jemandem, der... Nee, wir machen das schon, wir machen das schon. Ja, er geht mit dir vorbei durch ein anderes Tor an so ein Nebengebäude. Du kannst da erkennen, wie da auch sowas dran steht wie, ja, ODL. Also... Das ist das Ordenshaus der Grauen Stäbe. Da wirst man sicherlich kompetentere Leute erwarten können. Du siehst da auch wohl noch ein paar Wegweiser, die dich dann führen zu den alchemistischen Laboratorien oder der Druckerei. Er biegt dann aber ab in das Ordenshaus der ODL und da ist dann weniger Trubel, Tohuwabohu, weniger Jahrmarkt. Und wirst da dann zu einem Büro von Corena Sabamerisa geführt. Ohne zu klopfen öffnet er einfach die Tür und du kannst sehen, wie sie gerade selbst auf dem Schreibtisch sitzt, die Beine so ein bisschen verschränkt, ebenso mit ja, einem großen, dicken Wälzer auf dem Schoß. Und wenn du dann eintrittst, gemeinsam mit diesem Eleven, wird sie nochmal ihren Zwicker zurechtrücken und dich anschauen. Verzeiht euer Vize-Spektabilität für dieses ungebührliche Eintreten. Kein Problem, aber ich bin die Spektabilität, setzt euch. Gewiss, gewiss. Vielen Dank. Ich setze mich also da hinten auf den ersten Stuhl. Der Eleve setzt sich dazu. Als ob es selbstverständlich wäre. Ich schaue ihn fragend an. Ja, für Corena wird das wohl kein Problem sein. Die Tür steht auch immer noch offen, also es ist nicht so, dass da jetzt... Eleve, wollt ihr nicht die Tür schließen? Von außen. Besteht dazu denn Anlass? Ich dachte, es wäre interessant, euch zuzuhören.